and Gentlemen, herzlich willkommen zurück auf diesem Channel. Aufgrund der positiven Resonanz von gestern, wer das Video von gestern noch nicht gesehen hat, soll sich dieses Video anschauen, mache ich heute wieder ein kleines, leichtes Tutorial. Und wer sich fragt, warum ich diese Sonnenbrille trage, hier ist die Auflösung. In dem Video erkläre ich es. Schon am Anfang gehört habt, geht es heute um Deck 1 Ride Alone, Deck 2 Ride Round. Bei Ride Alone habe ich die normale Studio-Version und bei Ride Round, beide Tracks Flowrider, habe ich wieder BPM Supreme Break Intro Dirty Extended. Ich glaube, mehr Denglisch kann man das nicht aussprechen, oder? Scheiße. Was es so tricky macht, die beiden Tracks ineinander zu mixen, ist folgendes, dass Ride Alone binär ist, bedeutet in der Mikrotime 16 hat. Ich spiele euch mal den Anfang. Das sind die Achtel. Das sind die Achtel. Und wenn ich nun Ride Round spiele, was ternär ist, bedeutet Triolen in der Mikrotime hat. Passt das nicht zusammen? Ich kann nicht da zusammen mixen. Ich spiele beide Anfänge mal gleichzeitig. Das klingt ultra strange, weil zwei, also Achtelnoten und Triolen aufeinander folgen. Und deshalb benutze ich folgenden Trick. Ich spiele Ride Alone ab Minute 3,38. Setze dann einen Loop, lass den Loop zweimal laufen und gehe dann mit dem Trance-Effekt, den ich auf Deck 1 habe, den Regler auf 23 Uhr rein. Gleichzeitig, wenn ich den Trance-Effekt hier anmache, schieße ich Ride Round auf die 1 ab und löse den Loop, damit es genau viermal Low, 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 Low macht. Gleichzeitig gehe ich mit dem Pitch-Regler nach unten und fake somit einen Vinyl Break. Achtung! Wie euch nun sicherlich aufgefallen ist, ist dann zum Schluss, wenn ich den Vinyl Break ganz nach unten gemacht habe und dieses Low, 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 Low viermal gekommen ist, gleich der Vocal Part von Ride Rounds gekommen. Da habe ich einfach einen Cue Point gesetzt auf Beginn der Vocals, somit habe ich keine Lücke dazwischen und kann somit die Spannung sofort weitersetzen und weitermachen, indem ich gleich Cue Point Nummer 2 drücke. Ich eröffne mal die Spiele und gebe folgendes Angebot. Ihr schreibt mir in die Kommentare, wie schon ein paar Mal erfolgt, was ihr gerne gemixt haben wollt. Ich lasse mir was einfallen und wenn es funktioniert, mache ich gerne ein Tutorial drüber. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Es ist relativ kurz und wir senden übrigens fast live. Es ist Donnerstag, der 26.03. 20 vor 10. Mal gucken, wie schnell dieses Video online gehen kann. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, kommt gut durch, kuschelt auch in Zeiten von Corona, habt Spaß und bis morgen!